Herr Rabe, welche Schritte unternehmen Sie, um in Hamburg dem Lehrermangel beizukommen? Der erste Schritt ist, dass man die Ausbildungskapazität anpasst, also erhöht. Wir erwarten gerade in Hamburg 40% mehr Ausbildungsplätze im Referendariat schaffen, als ein Beispiel. Dann versuchen wir natürlich auch, diese vielen kleinen Nicklichkeiten wegzuräumen, die das immer schwierig machen. In Hamburg war es zum Beispiel üblich, dass die Bewerber nicht zum 1. August eingestellt worden sind, sondern immer dann, wenn die Ferien endeten. Dann waren immer 10 Tage zu überbrücken. Solche Mühsal muss nicht sein. Oder wir befassen uns mit der aus meiner Sicht großen Ungerechtigkeit, dass Grundschullehrkräfte mit A12, obwohl sie eigentlich genauso lange studieren, schlechter besoldet werden als die anderen Lehrkräfte. Das sind Beispiele, wo ich finde, wo man etwas tun kann und wo man sich jetzt auch auf den Weg macht in Hamburg. Sind Quereinsteiger eine sinnvolle Möglichkeit, um die Unterrichtsversorgung zu sichern? Wenn wir nichts anderes mehr haben, dann ist es besser, einen Quereinsteiger zu haben, als den Unterricht ausfallen zu lassen. Quereinsteiger, das bedeutet meistens, dass es Menschen sind, die natürlich studiert haben müssen, wo dann aber dann auch die jeweiligen Bildungsministerien besondere Angebote machen müssen, damit diese Menschen auch in den Beruf hineinfinden. Das heißt also, dem Referendariat vergleichbare entsprechende Angebote zu schaffen, sie abzuholen dort, wo sie stehen. Ich finde, bevor der Unterricht ausfällt, ist das eine Möglichkeit. Genauso übrigens eine Möglichkeit kann sein, Lehrkräfte anzusprechen, die in die Pension gehen, wenn die freiwillig noch ein Stück weitermachen wollen, dann finde ich, soll man da nicht Nein sagen. Aber es sind befristete Maßnahmen, die eigentlich nur zur Überbrückung dienen sollten. Wo sehen Sie denn in Hamburg den größten Verbesserungsbedarf in puncto Bildung? In puncto Bildung ist es so, dass wir uns im Moment natürlich mit dem Thema digitale Bildung beschäftigen und bei den Kernkompetenzen nach wie vor sehr energisch sein müssen. Deutsch lesen, schreiben, aber auch rechnen, Textverständnis. Wir haben viel zu lange, ich glaube in allen Bundesländern, aber auch in Hamburg, die Schule überfrachtet mit vielen, vielen anderen Anforderungen von der Verkehrserziehung über Sexualerziehung bis zu anderen Dingen. Die will ich nicht streichen, das ist alles wichtig. Aber ich würde gern auch einmal sagen, nun ist es aber auch mal gut, denn wir müssen vor allem daran denken, dass junge Menschen überhaupt erst an Bildung teilnehmen können, wenn sie gut lesen können. Und die letzte entsprechende IGLU-Studie hat uns gezeigt, dass über 20% der Viertklässler eigentlich kein Buch lesen können. Und deswegen ist das eine der großen Aufgaben auch für das Hamburger Schulsystem. Sie haben gerade die Digitalisierung selbst angesprochen. Wie beurteilen Sie denn den Stand der Digitalisierung im deutschen Bildungssystem? Sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, dass natürlich Metropolen immer in einem Vorteil sind, weil sie aufgrund der verbesserten Anschlüsse ans Internet meistens schon einen besseren Standard haben als ländliche Regionen. Umgekehrt haben viele Lehrkräfte sich selbst auf den Weg gemacht. Wir haben eine junge Generation von Lehrkräften und da habe ich eigentlich große Hoffnung, dass deren Lebenswirklichkeit, die sie in Freizeit im Studium kennengelernt haben, auch von ihnen genutzt wird, um ein Stück weit auch mit eigenen Impulsen in den Unterricht zu gehen. Wir im Ministerien müssen eigentlich eher darauf achten, dass wir nicht bei jeder Gelegenheit Halt und Warnung schreien, sondern hier auch mal Schule ein Stück handeln lassen. Solange es im gesetzlichen Rahmen bleibt, finde ich, ist das der richtige Schritt dabei.